Führerscheinverlust durch rote Ampel und die Voraussetzung einer Feststellung. Viele Deutsche verlieren ihre Fahrerlaubnis aus unterschiedlichsten Gründen. Die Rede ist von ungefähr 300 Führerscheinverlusten pro Tag. Die verteilen sich natürlich auf Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Der Verfolgungseifer der deutschen Polizeibeamten macht es möglich. Das ist übrigens der Grund, warum viele Bundesbürger dann auch nicht den Weg gehen, für die Neuerteilung die MPU abzulegen, sondern im EU-Ausland neu erwerben. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um einen Rotlichtverstoß. Es hatte ein Polizeibeamter die Aussage gemacht, nach seiner gefühlsmäßigen Schätzung sei der Rotlichtverstoß länger als eine Sekunde gewesen. Sie wissen vielleicht, man unterscheidet zwischen einem einfachen Rotlichtverstoß bis eine Sekunde, da gibt es kein Fahrverbot, und einem qualifizierten Rotlichtverstoß mehr als eine Sekunde, bereits war die Ampel rot, dann droht ein Fahrverbot. Und in diesem Falle hatte der Polizeibeamte sich als Zeuge zur Verfügung gestellt und geschätzt, dass länger als eine Sekunde Rotlicht bereits herrschte, als die Ampel überfahren wurde. Sie ahnen es. Das OLG Hamm hat in seiner Entscheidung vom 24.10.2017 festgestellt, dass das selbstverständlich nicht reicht. Ein bloßes Beobachten und Schätzen reicht nicht aus. In diesen Fällen kann keine Verurteilung erfolgen, sondern im Gegenteil. Es muss der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten angewendet werden, in dubio pro reo. Und deswegen sei dann, das finde ich sehr schön, die Formulierung von dem Polizeibeamten zu akzeptieren, dass die eigene Wahrheit eben oftmals der prozessualen Wahrheit nicht entspricht. Was ist damit gemeint? Prozessuale Wahrheit bedeutet, dass eine Tat, wenn sie zu einer Verurteilung führen soll, nachgewiesen werden muss. Es reicht eben nicht aus, dass man glaubt, jemand hat etwas getan, sondern es muss nachgewiesen werden. Das ist ein Grundsatz, der wurde hart erkämpft und der ist auch ganz wichtig. Es soll halt vermieden werden, dass jemand unschuldig bestraft wird. Zurück zum Fall, der Verkehrsteilnehmer durfte seinen Führerschein behalten. Es erfolgte Freispruch. Kommentieren Sie gerne oder geben Sie Anregungen über die Kommentarspalte. Gerne auch nehme ich Vorschläge auf, welche Themen hier besprochen werden sollen. Abonnieren Sie meinen Kanal und wir sehen uns bald wieder.